Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Dies hier ist das Nachfolgevideo zu meinem Video rund um das Thema Solarzellen. Ich hatte über zwei Solarpaneele, zwei transportable, faltbare Solarpaneele vorgestellt und die kann man wunderbar nutzen, wenn die Sonne scheint. Wenn man aber gerade Strom braucht, wenn die Sonne nicht scheint, dann braucht man einen Zwischenspeicher und ein solcher Zwischenspeicher, das sind sogenannte Power Stations. Ich habe hier zwei Stück im Einsatz und die möchte ich heute mal ganz kurz vorstellen. Als allererstes mal, was genau ist eigentlich eine Powerstation? Und hier gibt es auf dieser ein sehr schönes Schaubild, was das Ganze so ein bisschen erläutert. Andersrum so. Und da könnt ihr genau erkennen, wie das Ganze funktioniert. Eine Powerstation, das ist ein Zwischenspeicher. Da ist also ein Akku eingebaut. Den Akku kann man aufladen, zum Beispiel mit Solarpanelen und dann auch wieder das Ganze abgeben, die Energie, zum Beispiel zu einem Smartphone. Hier seht ihr das mal auf diesem Diagramm. Hier in der Mitte haben wir unsere Powerstation und dann seht ihr, kann die zum Beispiel geladen werden hier über Solarpaneele oder aber auch über die Steckdose. Das geht auch ganz normal. Oder man kann sie anschließen an eine 12 Volt Kfz-Buchse und da seht ihr auch schon so ein bisschen hier die Ladezeiten. Je nachdem, wie zum Beispiel die Sonne scheint, dauert das dann hier 6 bis 8 Stunden mit den großen Solarpanelen. Dann ist das Ding hier komplett geladen. Ja, und was kann man dann damit machen? Ihr seht es auch hier. Ihr könnt zum Beispiel eine Lampe damit betreiben. Ihr könnt euer Smartphone damit aufladen. Hier mit dieser großen etwa 20 Mal. Ihr könnt Drohnen damit aufladen. Hier etwa 5 Mal dann euren Laptop zum Beispiel aufladen oder aber auch einen Kühlschrank betreiben, einen kleinen transportablen Kühlschrank. Wenn ihr zum Beispiel auf irgendeinem Festival seid oder sowas, dann ist das hier eure Stromversorgung. Am besten natürlich noch zusammen mit einem Solarmodul. Ja, ich habe 2 Stück hier im Einsatz. Das hier ist meine große, das hier die etwas kleinere und ich würde sagen, wir packen die beide mal der Reihe nach aus und ich zeige euch, was die so alles zu bieten haben. Starten wir zunächst mal mit der kleinen Powerstation hier und packen die mal aus. Das ist eine 100 Wattstunden Powerstation. Das ist natürlich nicht allzu viel, dafür aber ist die auch relativ klein und leicht und sehr portabel. Die ganzen Powerstations, die kommen immer zum einen natürlich mit der Powerstation selber und dann gibt es hier als zweites noch so ein bisschen Zubehör. Das schauen wir uns dann gleich an. Ja, so sieht die Powerstation aus. Sie hat hier oben so einen Griff, ist also sehr portabel. Und die hat dann verschiedene Anschlüsse, hier Beleuchtungen und auch ein Display. Wir schalten mal gerade ein, dazu einfach hier einmal drücken. Dann wird das Ding eingeschaltet. Und ihr seht, wir sind hier bei 99%. Die ist also voll geladen. Und standardmäßig seht ihr auch hier, welche Ausgänge aktiv sind. Das ist einmal der 12-Volt-Ausgang. Und einmal der DC-Ausgang, der hier quasi live schon freigeschaltet ist, wo also jetzt schon Spannung drauf liegt. Wo noch keine Spannung drauf liegt, das ist der AC-Port. Den muss man hier über diesen Knopf freischalten und den kann man da auch an- und wieder ausschalten. Das ist auch eine ganz sinnvolle Sache, denn, und das ist einer der großen Vorteile dieser Powerbanks, hier ist ein Wechselstromanschluss, ein 230 Volt Wechselstromanschluss. Ihr seht das. Das heißt, hier an diesen Anschluss können wir alle möglichen 0815 Geräte aus dem Haushalt anschließen. Natürlich hat eine solche Station hier jetzt nicht allzu viel Leistung und wir können da keine großen Geräte anschließen, also zum Beispiel einen Föhn mit 2000 Watt oder ein Gaming-PC, das funktioniert nicht. Aber kleinere Sachen, die kann man hier sehr gut dran anschließen. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Vorteil zum Beispiel im Vergleich zu Powerbanks. Die gibt es ja auch relativ günstig heutzutage und die Powerbanks, die kann man auch nutzen, wunderbar zum Beispiel um ein Smartphone aufzuladen oder so eine USB-Beleuchtung zu nutzen und solche Dinge, aber eben nicht für 230 Volt. Und das ist eben der große Vorteil einer solchen Powerstation. Schauen wir uns ganz kurz noch die anderen Anschlüsse einmal an.
Wir haben hier insgesamt 3 USB-Anschlüsse, 2 normale, einen USB-3-Anschluss und es gibt hier einen USB-Type-C-Anschluss, ebenfalls der hier genutzt werden kann. Dann haben wir hier einen 12-Volt-Ausgang. Da können wir dann zum Beispiel auch größere Sachen dran anschließen und es gibt auch eine Kfz-Buchse dafür, zeige ich euch gleich. Und wir haben hier einen Eingang, auch das zeige ich euch gleich. Außerdem bietet hier die Power Station noch 2 Lampen. Wir haben hier einmal vorne so eine Art Scheinwerfer, die man hier einschalten kann, wo man dann auf Reichweite kommt, wo man dann auch ein bisschen weiter ausleuchten kann, aber eben nicht flächig. Und das kann man in einem Blinklichtmodus und einem SOS-Modus schalten. Und dasselbe gibt es hier an der Seite auch nochmal mit einem flächigen Licht. Auch das kann ich hier einmal einschalten. Dann leuchte ich so einen Raum quasi aus oder ein Zelt zum Beispiel wunderbar. Und auch das kann ich in Blinkmodus und in einen SOS-Modus schalten für den Notfall. Ja, oben ist noch ein Tragegriff dran und das war es dann insgesamt auch schon. Also eine recht übersichtliche Sache. Wir werfen mal einen Blick hier noch aufs Zubehör. Das zeige ich euch auch mal gerade. Was hier drin ist, zum einen haben wir hier ein Netzteil und damit kann hier diese Powerstation auch ganz normal an der Steckdose geladen werden. Also auch wenn ihr kein Solarpanel habt, könnt ihr das wunderbar immer auf Spannung sozusagen halten, aufgeladen halten, einfach in die Steckdose und dann kommt hier dieser Anschluss eben hier in diesen Input, in diesen Eingang hier rein und dann kann man das Ganze wunderbar aufladen. Als zweites gibt es dann hier noch einen Kfz-Anschluss, so eine klassische Kfz-Buchse, wo man zum Beispiel auch so einen Kühlschrank oder sowas dran anschließen kann, so einen Mini-Kühlschrank, die laufen ja meistens darüber und das wird dann hier an diesen Ausgangsport angeschlossen und dann kann man hier alles Mögliche aus diesem Bereich Kfz-Buchse hier anschließen und mit der Powerstation zusammen nutzen. Ja, zu guter Letzt gibt es dann hier noch eine Anleitung, die ist recht umfangreich und in mehreren Sprachen, darunter auch Deutsch, wo hier nochmal alles genau erklärt wird und wo auch alles bebildert ist, was ihr wie wo dranhängen könnt. Die zweite Powerstation funktioniert im Prinzip fast genauso, ist aber eine Nummer größer. Wir haben hier nicht 100 Wattstunden, sondern 300 Wattstunden. Damit kann man schon eine ganze Menge mehr dann auch anfangen. Wir machen mal auf und ich zeige euch auch hier den Lieferumfang. Hier haben wir zunächst mal die Powerstation selber drin. Die ist eine Nummer größer und eine Nummer schwerer. Denn, wie gesagt, sie hat ja auch die dreifache Kapazität. Und auch hier gibt es wieder so ein Zubehörteil, was so ein bisschen zusätzliche Sachen noch beinhaltet. Ja, wenn ich die mal hier raushole, dann hat auch die hier einen Griff und daran kann sie sehr gut transportiert werden. Aber die ist schon deutlich schwerer und auch eine Nummer größer. Wenn wir das mal hier im direkten Vergleich sehen, dann seht ihr das auch, dass das hier alles eine Nummer größer ist. Wir stellen die auch mal gerade beide auf die Waage. Fangen wir mal mit der kleinen Powerstation an. Wenn ich die hier mal drauf setze, dann kommen wir auf 1292 Gramm, also knapp 1,3 Kilogramm. Wenn ich hier die große drauf setze, dann kommen wir auf 2,942 Kilogramm, also fast 3 Kilogramm und mehr als doppelt so viel an Gewicht. Aber dafür hat sie auch eben dreimal so viel Kapazität. Ja, schauen wir uns ganz kurz auch hier mal alles an. Wir haben hier die Anschlüsse alle auf dieser Seite und hierüber lässt sich das Ding einschalten. Da wird euch natürlich auch der Batteriestand angezeigt. Ihr seht hier, dass der DC und der USB-Port oder die USB-Ports freigeschaltet sind und jetzt also schon Strom liefern können. Und auch hier ist es so, dass hier die 230 Volt Steckdose, der AC-Anschluss gesondert freigeschaltet werden muss hier drüber und sobald man das macht, hört man hier auch so ein kleines Rauschen und das liegt daran, dass hier ein Lüfter auch mit drin verbaut ist. Das heißt, wenn man hier also etwas mehr Leistung dann auch abruft, zum Beispiel über diese 230 Volt Steckdose, dann geht hier an der Seite auch ein Lüfter an und das muss man halt immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Also für die Jagd ist das vermutlich nichts, wo es ein bisschen ruhiger sein soll. Ja, was die Anschlüsse angeht, ihr seht schon, wir haben hier zum einen einen Eingang, der wird auch ganz normal mit
mit einem Netzteil genutzt, zeige ich euch gleich. Dann haben wir hier zwei DC-Ausgänge, einmal mit 12 Volt, einmal mit 24 Volt. Dann haben wir hier zwei USB-Buchsen, ganz klassische USB-Buchsen und einen USB-Type-C-Anschluss. Und wir haben hier auch noch eine Kfz-Steckdose, die hier direkt fest mit drin verbaut ist. Und ihr seht auch hier die Leistungsdaten, jeweils 6 Ampere kann man hier zum Beispiel drüber dann abrufen. Ja, es gibt auch eine Beleuchtung, die hier noch dran ist. Die ist hier an der Seite angebracht und die kann man hier drüber ein- und ausschalten. Und wenn ich das mal drücke, dann seht ihr, das funktioniert im Prinzip genauso. Man hat so ein Dauerlicht, man hat ein Blinken und man hat ein SOS-Signal, das man hier drüber schaltet. Kann. Insgesamt ist die Beleuchtung hier nicht ganz so gut wie bei dem kleinen, aber das ist ja auch nicht der Fokus einer solchen Powerstation. Dafür kann man immer noch eine Taschenlampe mitnehmen. Ja, was es außerdem noch gibt, ihr seht das, hier oben ist so ein Smartphone abgebildet und das bedeutet, dass wir hier so ein kontaktloses Laden haben. Das heißt, wir können einfach unser Smartphone hier oben drauflegen und wenn das da oben drauf liegt, dann wird das kontaktlos oder verbindungslos quasi geladen. Ja, und das war es im Prinzip hier auch schon mit der großen Powerstation. Wäre da nicht hier noch das kleine Paket mit dem Zubehör, das wir uns natürlich auch noch anschauen wollen. Und das kippe ich hier einfach mal aus. Hier ist ein bisschen mehr jetzt dabei. Wir haben hier zum einen ein Netzteil, das hier mit dabei ist, mit einem entsprechenden Kaltgerätekabel. Das kann genutzt werden, um die Powerstation aufzuladen. Das heißt, ich schließe das einmal an die Steckdose an und das andere Ende kommt dann hier in den Eingang rein. Und in diesen Eingang wird natürlich auch euer Solarpanel angeschlossen. Das wird genauso hier einfach in den Eingang gesteckt und dann lädt das Solarpanel hier entsprechend die Powerstation. Ja, außerdem ist auch ein Universalkabel hier noch dabei, wo ja, das so ein Y-förmiger Stecker im Prinzip dran ist. Wir haben hier einmal einen Anschluss, den können wir ganz normal reinstecken in den Eingang, aber auch in die Ausgänge. Und hier haben wir dann ja, solche Stecker, die vermutlich einmal als Eingang und einmal als Ausgang genutzt werden können. Ich persönlich habe die bisher noch nicht genutzt, weil ich die bisher nicht brauche. Und ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, was das für Stecker sind. Aber falls ihr das wissen solltet, schreibt es mir gerne hier unten in die Kommentare rein. Ich könnte mir vorstellen, dass man die zum Beispiel für irgendwelche Solarpaneele vielleicht nimmt, wenn da kein Powerpole dran ist, so wie das bei meinen da der Fall ist. Ja, dann gibt es hier noch ein weiteres Kabel. Das enthält hier einen Kfz-Adapter und den kann man auch mannigfaltig einsetzen. Zum einen kann man das reinstecken in zum Beispiel sein Auto und dann schließt man das hier eben entsprechend in den Eingang an. Man kann aber auch den umgekehrten Weg gehen und zum Beispiel das dann hier reinstecken und hat dann eben hier an dem Ausgang quasi 12 Volt anliegen und kann das dann entsprechend irgendwo für nutzen, für eine Anwendung. Ja, zu guter Letzt ist auch hier natürlich noch eine Anleitung mit dabei. Auch hier ist die Anleitung mehrsprachig unter anderem auch natürlich in deutscher Sprache, wo alles nochmal genauestens erläutert wird. Schauen wir uns auch noch ganz kurz an, was man damit zum Beispiel dann alles laden kann. Ein paar Sachen hatte ich ja schon genannt. Ich möchte es aber auch noch mal in der Praxis jetzt hier zeigen. Wir schalten hier einmal zum Beispiel die kleine Powerstation ein. Und wenn ich jetzt mein Smartphone laden möchte, dann muss ich das einfach nur hier einmal anschließen an den entsprechenden Port. Dann wird das hier eingesteckt und zack, dann seht ihr schon, das wird jetzt hier aufgeladen und so kann ich ganz normal so Sachen wie zum Beispiel ein Smartphone laden, ein Tablet laden, eine Powerbank laden und all solche Sachen. Das lässt sich hiermit dann prima erledigen. Hier geht aber noch mehr. Wir haben ja hier einen USB 3 Anschluss und der ist Quick Charge fähig und das bedeutet, wir können hier auch andere Spannungen als die klassischen 5 Volt drüber ziehen und das nutze ich zum Beispiel hier, wenn ich das einmal hier anschließe, zusammen mit einem solchen Lötkolben. Den habe ich euch ja, glaube ich, hier auf dem Kanal auch schon mal vorgestellt. Wenn ich den jetzt hier einmal anschließe und einschalte, dann stellt ihr fest, dass hier die Spannung hochgeht auf 9 Volt. Ich hoffe, ihr könnt das lesen. Und damit kann ich dann diesen Lötkolben hier betreiben und aufheizen auf 280, 300 Grad. Das mache ich jetzt mal nicht, aber ihr versteht, was ich meine. Das heißt, ich kann hier wunderbar portabel löten
und unterwegs hier das nutzen als Powerstation für meine Lötstation, wenn irgendwo was mal unterwegs gelötet werden muss. Ja, das sind mal zwei Anwendungen hier mit dieser Powerstation. Ich zeige euch aber auch noch mal ein bisschen was mit der großen natürlich. Hier haben wir ja zum Beispiel für das Smartphone-Laden hier oben diesen Bereich für das induktive Laden. So, da schalten wir hier einmal die Powerstation ein. Ja, und dann lege ich einfach mein Smartphone hier oben dann einmal drauf. Und dann seht ihr, wird das hier jetzt geladen. Und hier seht ihr auch in der Anzeige dann, dass es geladen wird. Ja, und so kann ich hier bequem das immer da schön drauf ablegen. Zum Beispiel, wenn ich irgendwo im Zelt bin und dann wird das einfach gemütlich geladen. Und wenn ich es brauche, nehme ich es wieder runter und lege es wieder drauf. Und dann funktioniert das hier super. Ihr könnt natürlich auch die USB-Anschlüsse hier nutzen. Das ist kein Problem. Ich zeige euch aber auch jetzt nochmal ein Beispiel. Hier zum Beispiel mit dieser 230 Volt Steckdose. Ne? Ganz interessante Anwendung dafür und wofür ich das auch nutze, ist das hier. Das ist ein Akku für einen Fotoapparat und diese Akkus für Fotoapparate, die haben den Nachteil, dass die in aller Regel mit irgendwelchen proprietären Ladegeräten aufgeladen werden müssen, die der Hersteller selber mit dazu gibt. Das heißt, da hat man nicht so die Möglichkeit, das per USB irgendwie aufzuladen und dafür ist das Ganze hier optimal. Das heißt, ich kann hier einmal das einstecken, schalte dann einmal hier AC ein. Und dann kann ich hier einen solchen Akku dann darüber bequem aufladen. Ihr seht das grüne Lämpchen hier leuchten. Und dann lädt hier eben dieser Akku auf für meinen Fotoapparat. Und so kann ich, wenn ich unterwegs bin, eben diese Akkus problemlos laden und das Ganze dann so auch nutzen und die auch mit Solarstrom dann quasi wieder voll machen, hier die Powerstation. Ja, das geht natürlich auch. Oder aber wenn wir zum Beispiel mal, das zeige ich euch auch nochmal, etwas länger mal und etwas größere Anwendung haben wollen. Hier zum Beispiel, das hier ist ein Funkgerät, das man hier nutzen kann, zum Beispiel in Kombination mit dem Kfz-Anschluss, das stecke ich dann einfach hier rein, ja, und dann kann ich das hier dann einfach nutzen, auf diese Art und Weise einmal einschalten und ihr seht, das geht hier an, ist jetzt keine Antenne dran angeschlossen, aber so funktioniert das und ich kann dann quasi über diesen Kfz-Anschluss hier das Funkgerät mit Strom versorgen. Soweit mein Video hier zu diesen beiden Power Stations. Ihr habt gesehen, die bieten doch eine ganze Menge mehr als so eine klassische 0815 Powerbank, mit der man sein Smartphone aufladen kann. Dafür kosten sie natürlich auch ein bisschen mehr und sind ein bisschen schwerer. Und was den Transport angeht, auch ein bisschen unhandlicher als so eine Powerbank. Ich hoffe, mein Video darüber hat euch gefallen. Ihr findet beide Power Stations natürlich hier unten drunter in der Beschreibung des Videos verlinkt. Gerne könnt ihr mir unten auch eure Kommentare hier zu diesen Powerstations reinhauen. Nutzt ihr sowas auch? Wenn ja, habt welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Schreibt es mir hier unten rein. Und wenn ihr schon mal da unten seid, vergesst nicht auch einen Daumen nach oben zu geben, falls euch das Video gefallen hat. Gerne könnt ihr hier das Video, den Kanal auch weiter empfehlen, damit wir hier gemeinsam weiter wachsen. Und vergesst auch nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken, damit ihr über die kommenden Videos eben auch informiert werdet. Von mir zum Abschluss wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.